gleich. Das Erfolgsduo Thomas Anders und Dieter Bohlen startet durch. Noch einmal ins Jahr 86. Ihre ersten Platten. Hast du keine andere? Ihre großen Welthits. Ein Faszinosum des Grauens. Außerdem Karl Dall über verrückte Sendungen. Wir haben einfach nur alles eingeladen, was noch laufen konnte. Und die Antwort auf die Frage, die alle bewegt. Ich möchte unbedingt wissen, wo Nora ist. Wo ist Nora? Die 80er-Show, das Jahr 86 zum Mitfeiern. Gleich. Meine Damen und Herren, haben Sie diese unglaubliche Animation von diesem Regenbogen gesehen, der auf einmal mitten auf den Pilzen kam? Egal, wir haben sie natürlich heute hier. Wir sind Modern Talking, Dieter Bohlen und Thomas Anders. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Klasse. Gleich abgewürgt, oder was hast du gemacht? Ja, dann bist du zu alt, das Teil. Nimm Platz. Modern Talking, meine Damen und Herren. Oh. Vielen Dank. Dankeschön. Eine ist dabei, die braucht gleich einen Arzt. Die schreit die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich Modern Talking sage, wir können es nochmal testen. Ich sage gerade, eine ist im Publikum, die schreit so derartig schrill und so laut, immer wenn ich, wir können es mal testen, immer wenn ich Modern Talking sage. Modern Talking? Ja, geht doch. Die junge Dame, wir werden sie nochmal rausfinden, mit dem Blonden. Ihr seid, das ist absolut unglaublich, ich wusste es vorher nicht, unter den Top 10 der erfolgreichsten Interpreten aller Zeiten. Elvis Presley, Elton John, Stones. Ist das wahr? So geht's weiter. Unglaublich, oder? Munzinger-Archiv. Also das freut uns natürlich, aber haben wir auch hart für gearbeitet. Ja, denke ich auch. Habt ihr damit gerechnet, dass das so ein Riesending wird, als ihr damals begonnen habt? Nee, überhaupt nicht. Also weder unsere Schallplattenfirma, ich weiß noch, ich hatte damals so eine Tüte von, weiß nicht, irgend so einem Supermarkt. Und mit dieser, in dieser Tüte, und mit dieser Tüte kam ich dann damals bei der Schallplattenfirma an und ich hatte so alles Mögliche dabei, also ganz viele Künstler, die ich, und als letztes kam dann eben dieser Titel, Your Heart, Your Soul. Und also die waren schon begeistert, also, aber so diese Dimension haben wir alle nicht erkannt. Ja. Also, wie habt ihr euch kennengelernt, ihr zwei? Wir haben uns auch über die Plattenfirma kennengelernt. Also er war mein Produzent von meinen ersten deutschsprachigen Singles. Ehrlich? Ich habe jetzt Deutsch gesungen. Ja. Lieder wie zum Beispiel Endstation Sehnsucht, meine Damen und Herren. Ja. Thomas Anders? Aber, also, das finde ich ja gar nicht so schlecht. Das muss auch drinstehen. Die Musik, was muss da drinstehen? Ja, da muss der Dieter Bohlen stehen. Hier, da, D-Punkt Bohlen. Ja, ja, das genau. Ist richtig, Dieter Bohlen. Ja. Also, aber wir werden natürlich mal kurz mal reinhören, oder? Nee, ist ja genau. Hast du keine andere? Doch, pass auf. Aber ich finde die gar nicht so schlecht. Ja, hier, die war pass auf. Bis dahin ist gut, oder? Ja. Die Winter. Jetzt kommt er. Vorsicht. Finsternis sich scheiden, da bleibt ein Traum von dir. Doch wie der Schatten eines Adlers steht er zwischen dir und mir. Thomas Anders, meine Damen und Herren! Ja! So ging's damals los! Also so ging es damals los. Und wir haben wirklich einige. Du hast ja noch ein paar Exemplare. Ja, auf Deutsch gesagt waren wir beide echt. Heißkalter Engel, das auch noch. Genau. Kennst du? Die schrille Na, die Dame? War ganz ja. Wovon träumst du denn? Die fand ich ganz lustig. Ja. Also das war, glaube ich, sogar die am, sich am besten genau. Verkauft hat. Also, auf jeden Fall war es so, dass er irgendwann zu mir kam und sagte... So geht's nicht weiter. Wir müssen mal Geld verdienen. Damit verdienen wir nichts, wir müssen was Anständiges machen. Nein, ich war im Studio und habe halt eben eine deutsche Single aufgenommen und er kam, das habe ich oft schon erzählt, aber trotzdem, er kam mit einem Song und sagte, komm, sing das mal, es ist Englisch, hast du keine Lust, das auch zu singen, zu probieren. Ja, das Aberkomische war ja wirklich...
dass er damals im Studio, nachdem wir Yoma Hat Yoma Soul aufgenommen haben. Das war Yoma Hat Yoma Soul. Ja, da kam er zu mir und sagte, ja, ich bin ja damit so, also mit meiner deutschsprachigen Karriere so erfolgreich, ich möchte nicht mit meinem Kopf auf das Cover. Und deshalb haben wir ja damals aufs erste Cover von Yoma Hat Yoma Soul waren ihm zwei Schuhe drauf. Der eine Schuh war ich und der andere er. Ich glaube, eher dein Kopf sollte ich. Es gibt Menschen, die sagen, wir können ohne Modern Talking nicht leben. Es gibt Menschen, die sagen, wir können nicht mehr leben, solange es Modern Talking gibt. Wir haben uns mal bei Prominenten, also unter Kollegen, einfach umgehört, wie sie damals die Zeit erlebt haben, als ihr groß geworden seid als Modern Talking und wie sie über euch denken. Schaut mal. You're my heart, you're my soul war der erste Hit. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. Da 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 da. You're my heart. Nee, der singt noch höher. Na, you're my heart. Da ist er. You're my soul. I keep it shining everywhere I go. Lässigen Instrumente, die wir hatten, haben mich sehr beeindruckt, weil Thomas Anders immer diese Mischung aus Gitarre und Klavier dabei hatte. Ich weiß gar nicht, wie das wirklich heißt. Ja. Ich habe immer in der Öffentlichkeit so getan, als sei ich kein Modern Talking Fan. Die Musik fand ich immer klasse. War nicht unbedingt meine Musik, Entschuldigung Dieter, aber was soll ich sagen? Soll ich lügen? Würdest du auch nicht machen. Ich kannte jedes Lied, konnte alles mitsingen. Der spielt ja auch dann gar nicht, ne? Macht er so, hallo, wer spielt denn dann derweil Gitarre, wenn er so macht? Ja, die Jogginganzüge, ne? Das ist natürlich geschmacklos. Fliegerseide, ne? Grauenvoll. Wenn Thomas Anders da eben unglaublich braun gebrannt mit diesem Nora-Kettchen diese Lieder gejammert hat, da konnte man sich dem irgendwie nicht entziehen. Man hat Modern Talking heimlich gehört, ganz im Ernst. Ich hatte nie eine Platte von denen, aber immer wenn es lief, oh, ne? Fand ich es ja doch irgendwie gut. Da konnte ja auch keiner mit rechnen, dass er wirklich nochmal 50 Nummern in der gleichen Art und Weise hinterherkommen. Ja, das war eigentlich so ein Medley auf Raten. Wir hätten im Prinzip ein Lied rausbringen können, das ist schon klar. Und wir haben halt dieses Medley aufgesplittet und 17 Welthits daraus gemacht. Faszinierend tut mich, dass, glaube ich, Dieter Bohlen mittlerweile damit 500 Millionen oder sogar 1 Milliarde Mark oder Euro oder Dollar oder Pfund verdient hat, dass man also mit dem Schreiben von Liedern stinkereich werden kann. Sie waren natürlich in über 80 Ländern Nummer 1. Das hat man natürlich auch in der ehemaligen DDR. Das war eine Woche, bevor die sich offiziell getrennt haben, war ich mit Modern Talking und Sandra zusammen auf Tournee. Und wie die sich so gegenseitig da die Hölle heiß gemacht haben hinter der Bühne. Ich weiß, das hört ihr jetzt nicht gerne, Dieter und Thomas, aber es war so. Und wir graben das jetzt nochmal aus. Wie Herr Bohlen und Herr Anders sich überhaupt nicht mehr ansprachen und Nora dann im Hintergrund mitsang, obwohl sie nicht singen konnte. Das war sehr spektakulär. Ja, über Modern Talking musste man natürlich reden in der Zeit, weil Dieter Bohlen es ja einfach verstanden hat, aus dieser Geschichte einfach natürlich die optimalste Pressepräsenz rauszuholen. Nicht? Wo ist Nora? Ich möchte unbedingt wissen, wo Nora ist. Ich begegne den allen mit einer gewissen auch Sympathie, weil jeder, dem es gelingt, das Interesse des Publikums über lange Zeit auf sich zu ziehen, da ist was dran. Ich finde Bohlen nach wie vor spitze. Thomas Anders ist auch spitze. Die sind super. Die sollen das bitte noch 100 Jahre machen. Das ist ganz wunderbar. Ja, das denken die Kollegen. Zwei Sachen. Das wird eng, ne? Ja. 2 Jahre sind für mich absolut prägnant, gerade für die Zeit von Modern Talking. Das ist A, eine sehr spezielle Mode. Unglaublich viele Accessoires aus der Sportwelt finden sich da wieder. Dieter vor allen Dingen, die Trainingsanzüge. Was war so toll an den Trainingsanzügen in der Zeit? Die haben nichts gekostet. Ja. Was, wieso nichts gekostet? Die Trainingsanzüge. Nein, also die Wahrheit war wirklich, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, saß im Studio. Und Adidas hat mir einfach Geld dafür gegeben, dass ich den Scheiß ansehe. Und ich,
Ja, ich bin damals eben, ich hatte keine Lust, in Geschäfte zu gehen und so weiter. Und die haben mir immer so einen riesen Kasten geschickt und da waren dann irgendwelche Sachen drin. Und ich habe mir nicht einfach wirklich keine Gedanken drüber gemacht, dass die Leute, wenn man bei Wetten, dass auftritt, irgendwie was Vernünftiges anziehen. Dass man einzigen Trainingsanzug auf der Bank da ist. Ja, ich hatte eben Turnschuhe an und eben so komische roséfarbene oder blaufarbene Anzüge. Aber es hat ja den Erfolg nicht geschadet, ja. Die zweite Sache, die auffällt, ist natürlich, ihr seid immer unglaublich gut in Farbe gewesen. Man kann nicht sagen, dass ihr jetzt blass seid, aber damals war das ja schon sehr extrem. Woher kommt dieser Fankult rund um eine Sonnenbank? War das für euch so ein Schönheitsideal damals? Nee, das nicht, aber wir sahen natürlich zum Teil, also nach viel durchzechten Nächten und wir waren wirklich jeden Tag im Flieger. Immer unterwegs. Wir sahen zum Teil wirklich fertig aus. Und ja. Wir haben uns dann natürlich ab und zu mal eine halbe Stunde drunter gelegt, um einfach irgendwie Menschen ähnlicher zu werden. Und es hatte noch wirklich einen Grund. Wir waren natürlich auch in vielen komischen Ländern, ja. Also und zu den komischen Ländern, in Anführungsstrichen, was war damals auch. Komischen Ländern? Ja, zum Beispiel DDR. Die. Ja. Ja, ich muss. Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Ja. Wie sollte man das falsch verstehen? Nein, das muss ich jetzt erklären. Weil, also wir hatten da wirklich die treuesten Fans, aber da gab es das gruseligste Make-up. Das heißt also, wenn die dich da geschminkt haben, tat das 3 Tage noch weh im Gesicht. Und deshalb ist man da einfach schon hingefahren oder auch jetzt nach Moskau einfach hingefahren in die Sendung und wollte schon ein bisschen braun sein, damit die dieses gruselige Make-up einem nicht ins Gesicht schmieren. Also wir korrigieren nicht, das Land war komisch und gruselig, sondern es ging in erster Linie um das Make-up, Dieter. Ja, genau. Cool. Also dann hat dieses Land komisches Make-up. Ja, einfach kein Gutes. Die hatten damals einfach nichts Besseres und das tat einfach weh. Auf jeden Fall auf meine Haut tat das weh. Und deshalb... In Deutschland wie in der DDR, wo man ja komisches Make-up hat, hat man auf alle Fälle gerade 1986 Dallas geguckt. In der DDR durfte man das wohl nicht, aber man hat es trotzdem getan. Aber ganz Deutschland guckte auch Dallas. Erinnern Sie ihn noch? Er ist heute hier. Die erfolgreichste Lederweste Deutschlands, Karl Dahl. Mann, kriegt ihr das endlich mit? Karl, grüße dich, hallo. Diese Scheibe müsst ihr kaufen. Es ist die Scheibe. Wir werden heute von der Torben, Karl Dahl. Wer ist denn diese Alte hier? Toll, du. Ich kenne dich noch aus deiner Glanzzeit. Ja, waren die beiden mal zu Gast bei dir in der Sendung? Nein, ich hatte mal eine Sendung mit dir. Ja, du warst also alleine, da warst du so weit runter, dass er zu mir kommen musste. Ja. 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 Hast du bei mir gespielt? Ja. Das musste sogar nicht ergehen. Was war das für eine Sendung? War das Dallas? Dallas, ja. Was Dallas? Ja, denke mal, es war Dallas, ja. Gab es irgendein Konzept für diese Sendung oder haben die gesagt, setz Dall dahin, Lots unter irgendwelchen fahnscheinigen Vorwürfen? Kann man erst mal ausreden, fahnscheinigen Vorwürfen, irgendwelche Prominente dahin und der macht das schon, der Karl. Du hast ja auch kein Konzept hier, was willst du? Ja, aber es funktioniert, ist doch gut, oder? Ja. Nein, wir haben einfach nur alles eingeladen, was noch laufen konnte damals und das war eine tolle Sache. Wir standen auch noch nicht so unter Quotendruck, so wie heute. Du musst ja irgendwie so 1 Million Zuschauer kriegen, sonst bist du ja raus aus der Nummer. Das wäre ärgerlich, wenn die 1 Million hätten. Das musst du nachmittags eine Richtersendung machen. Aber erstmal wirklich nur hingegangen, wenn man das wirklich nötig hatte. Du. Ja. Du bist nie gekommen. Nee, ich bin nie, weil da, ich, also, du hast alle Leute nur fertig gemacht. Naja, aber du hast doch meistens in der Zeit mit irgendeiner Alten in irgendwelchen Büschen gelegen. Wenn du immer sagst, Kohle ist nicht so wichtig und Quotendruck mag ich nicht in der heutigen Zeit, finde ich Fernsehen sowieso gar nicht so prickelnd. Ist natürlich Werbung wahrscheinlich auch ein Dorn in deinem Auge. Hast du Werbung mal gemacht? Mich wollte keiner, noch nicht mal für Kaffeebohnen, so wie heißt der, diese sprechende Kaffeebohne, der von der Schwarzwaldklinik, der, wie heißt der? Du meinst den Herrn Wusso? Herr Wusso, heute völlig verarmt und hat Millionen verdient. Was hast du gegen Werbung? Ich habe nichts gegen Werbung, wenn ich das Produkt auch gut finde. Wofür? Du hast damals für Turnschuhe und für Anzüge. Ja, ganz klar, mal. Es ist sehr komisch, weil es gibt eine Person, die sieht dir zumindest, da würde ich auch vielleicht rechtliche Schritte mal einleiten, die sieht dir sehr ähnlich. Und hat Werbung gemacht? Guck dir's mal an. Oh nee, das kann ich nicht. Wollt ihr wissen, warum ich immer so gerne zu Bazar fahre? Weil man da immer noch einen Parkplatz bekommt. Toll, was?
Und dann die Hit-Angebote. Idee-Café, 500 Gramm Packung, 9,99 Mark. Nadler Sahne-Heringsfilets, 400 Gramm Schale, 2,79 Mark. Spar mit Bazar. Ja. Lüg uns nicht an. Das ist aber eindeutig Werbung. Ja, muss ich auch sagen. Ja. Das war ein Pilotfilm, ich habe die nie gesehen. Sind die gelaufen? Natürlich sind die gelaufen. Hat zwar keiner den Kaffee gekauft, aber ist auf alle Fälle gelaufen. Ja. Für dich, dieses Lenkrad, kleine Erinnerung. Das war das Original Lenkrad übrigens. Aus diesem Werbespot. Du hast vor allen Dingen auch noch, und das ist unglaublich, Material in deiner Sendung, die, ich glaube, unglaublich lange Zeit, 14, 15 Jahre oder sowas, nirgendwo zu sehen war. Dieses Material werden wir heute sehen. Es handelt sich um den Kollegen Roland Kaiser, der mit puderrotem Kopf und Schaum vom Mund diese Sendung von Karl verlassen hat. Da gab es auch einen guten Grund für. Halt Karl. Das werden wir Ihnen gleich nicht länger vorenthalten. Machen ein kleines Päuschen und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Dieter Bohlen, Thomas Anders und Karl Dahl sitzen vorne auf dem Sofa. Jetzt geht es ja um diesen jungen Mann hier. Wir befinden uns im Jahre 1986. Von meinen Gästen gab es, glaube ich, schon wieder ein Gläschen Wein. Miguel Morell sitzt neben mir. Und den verbindet mit Modern Talking etwas ganz Besonderes. Erzähl doch mal, was war denn da los? Ja, ich habe 1986, war ich unter Plattenvertrag und habe auch gesungen, professionell gesungen. Und ich wurde also sehr oft mit Thomas Anders verglichen. Damit wir uns vorstellen können, wie du damals ausgesehen hast und was damals überhaupt so alles mit dir angestellt wurde, gucken wir uns mal ein paar Bilder an. Schauen Sie mal bitte. Miguel Morell, meine Damen und Herren. Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank. So erfolgreich wart ihr, da haben die Leute gesagt, die dubbeln wir einfach. Wisst ihr, was ihr fast auf den Tag genau vor 16 Jahren gemacht habt? Müsste man nachschlagen. Können wir tun. Ihr wart bei Thomas Gottschalk. Na, sowas zu Gast. So sieht das Ganze dann aus. Den nehmen wir weg. Da. Da ist das Foto. Da ist Thomas. Deutlich jünger als jetzt. Das war natürlich ein TV-Highlight des Jahres 1986, aber es gab noch eine ganze Menge mehr. Und die kommen jetzt. Schauen Sie mal. Die TV-Highlights des Jahres 1986. Was mir auffällt bei diesen Sachen, dass die alle sehr feminin ausgesehen haben, damals schon. Was man von dir jetzt nicht gerade sagen kann. Guck mal, dein Führerscheinfoto, Karl. Ja. Aber damit könntest du dich bewerben bei Hintergittern. Das wäre. Ja. Vorher und nachher, ne? Ja. Es gibt natürlich immer Momente, wo man auch in einer unglaublich lustigen Sendung auf einmal sagt, es kommen Bilder jetzt, an die wir uns natürlich erinnern, nicht unbedingt gerne erinnern. Stichwort Tschernobyl zum Beispiel. Die anderen Beispiele, die werden Sie gleich in der Sendung, in der folgenden kleinen Aufzeichnung auch sehen. Steffi Graf zum Beispiel hat ihr erstes Turnier gewonnen und das war ein großes Turnier, damals in Berlin, glaube ich, gegen Martina Navratilova. Und was sonst noch passiert, das schauen Sie sich jetzt an. Die Bilder des Jahres 1986. Start der Raumfähre Challenger. Nur 73 Sekunden später explodiert die Challenger in der Luft. Alle sieben Astronauten sterben. In einem Atomkraftwerk in Tschernobyl kommt es zum atomaren Gau mit Auswirkungen auf ganz Europa. Ich habe Radio gemacht zu der Zeit und permanent eben über Tschernobyl berichtet und weiß daher, wie unvorbereitet Wissenschaftler und Politiker waren. Die haben alle irgendetwas erzählt, kaum einer hatte eine Ahnung. Es war immer das große Abwiegeln, speziell am Anfang. Ich habe in der Zeit mich fast ausschließlich aus Dosen ernährt. Keinen frischen Salat, kein Obst, kein Brot, weil man ja irgendwie dachte, der Tod lauert um die Ecke. Und es sind ja nicht nur Tote zu beklagen, unmittelbar mit dem Unfall, sondern Tausende, die später an Krebs gestorben sind. Mehrere tausend Polizisten räumen das Hüttendorf der Atomkraftgegner in Wackersdorf. Brand bei den Sandoz Chemiewerken in Basel. Giftige Chemikalien gelangen in den Rhein und verseuchen das Wasser. Internationale deutsche Tennismeisterschaften in Berlin. Die 16-jährige Steffi Graf gewinnt das Turnier und besiegt zum ersten Mal Martina Navratilova. Man hat richtig gesehen, eine Ära geht zu Ende.
Das war sicher sehr schmerzhaft. Bei Steffi Graf fand ich es immer schade, dass sie sich nicht so schön freuen konnte wie Boris Becker. Und der gewinnt zum zweiten Mal Wimbledon. Fußball-WM in Mexiko. Maradonas Handspiel bringt die Argentinier ins Halbfinale. Für Maradona war es die Hand Gottes. Der liebe Gott hat für so Kleinigkeiten keine Zeit, um zu sagen, das war die Hand Gottes. Der hat wichtigere Dinge zu tun. Das war Betrug. Das war für die Engländer natürlich nie zu verdauen. Es ist auch heute noch nicht zu verdauen, dieses Spiel. Sie sind nach wie vor der Meinung, dass sie hätten ins Endspiel gehört. Das Endspiel verliert Deutschland 3:2. Argentinien wird Weltmeister. Das ist abgehakt. Das hätten die Zuschauer des ersten Programms gestern nach der Tagesschau hören und sehen sollen. Ich wünsche uns allen Gottes Segen und ein glückliches und friedvolles Jahr 1987. Stattdessen wünschte der Kanzler den Deutschen alles Gute für das abgelaufene Jahr 1986. In Hamburg beim Norddeutschen Rundfunk war die falsche Neujahrsansprache abgespielt worden, nämlich die vom vorigen Jahr. Die falsche Kassette da reingeschoben. Dumm gelaufen. Sind wir doch mal ehrlich, die habe ich gesehen. Das ist uns doch einem gar nicht aufgefallen. Och, das war nicht lustig. Die hätten doch nur vorher einfach, bevor kam, wünsche ich Ihnen ein gesegnetes 85, 86, was auch immer, wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Tonstörung. Hätte es niemand gemerkt. Ich glaube, Kohl selber hätte es ja nicht mal gemerkt. Könnt ihr euch an die Neujahrsansprache erinnern? Ja. Ich hab's nicht gesehen. Weißt du das noch? Nein, nur durch die Medien. Ich gucke mir keine Neujahrsansprachen an. In der Zeit diskutiere ich mit meiner Frau immer. Und, aber ich habe davon gehört und ist doch so eine klammheimliche Freude, kommt, dass denen das auch mal passiert, beim Sender so ein Band zu verwechseln. Ja, und der Harpe Kerkeling hat wirklich recht, das hätte keiner gemerkt. Nee, ja. Glaube ich auch. Wenn wir gerade bei solchen harten Themen sind, wo ist Nora? Jetzt möchte ich mal sein Lachen. Wir haben eine Kette, die eine Nation wie kaum eine andere beschäftigt hat, die auch halt eben auch so getragen wurde, dass man sie auch gut sehen konnte. Man hätte sie auch noch drin packen können. Das wäre ja nicht der Effekt gewesen. Wo ist diese Frau? Man erwartet ja eigentlich immer, dass auch Interviews geführt werden. Aber man hört und sieht nichts von Nora. Hast du noch Kontakt zu ihr? Nein, habe ich nicht. Ich kann ihn gerne herstellen. Trotzdem, muss hartnäckig sein. Hast du Kontakt zu Nora? Ja, ich habe noch Kontakt. Ja, du darfst doch hartnäckig sein. Ich habe Kontakt zu ihr und sie lebt in München und es geht ihr wunderbar. Ja. Es gab eine Zeit, da habt ihr zwei euch gar nicht so gut verstanden. War auch Sendepause, nicht zusammen gearbeitet. Ja, das ist alles scheiße. Stimmt gar nicht. Also auch wie das vorhin so wiedergegeben worden ist, ja, also von dir oder ich weiß keine Ahnung, wer das gesagt hat, dass wir damals also Höllenstress hatten. Oder, wie war das? Ich habe gemerkt. Das ist einfach, das ist also eine Legende. Es stimmt, wir haben damals nicht mehr miteinander geredet, aber wir haben uns nie, also ist niemand wegen du bist ein Arschloch oder irgend sowas gefallen. Wirklich nicht. Wir hatten einfach keinen Kontakt mehr. Wir haben uns einfach separiert vollkommen. Er hat sein Leben gelebt. Ist doch klar, das ist doch wie in jeder normalen Ehe so. Ja? Nein, aber da streitet man. Wir haben uns nie gestritten. Ich habe das auch nicht gesagt. Ich fand ihr immer schon, dass ihr eigentlich zusammengehört. Auch die Zeit, wo ihr auseinander wart. Im Jahre 1986 war es dann auch in der DDR endlich soweit. Es gab die erste Misswahl. Die erste Miss DDR wurde gewählt. Man hat sich dafür eine unglaublich, ja, wie soll man sagen, altehrwürdige Location gesucht. Es war die Klubgaststätte an der Feuerwache in Berlin-Marzahn. Die erste Miss DDR. Schauen Sie bitte. Vorwärts, immer. Rückwärts, nimmer. Misswahlen in der DDR. Auch der Osten will wissen, wer ist die Schönste im ganzen Land. Sex. Sex heißt wieder die magische Höchstmarke. Jetzt fallen die Hüllen nicht ganz, natürlich nicht ganz, denn wir sind ja immer noch bei einer Misswahl und nicht bei einer Reihenuntersuchung. Die Choreografie ist da und dort noch nicht ganz ausgereift, aber auch unsere Fußballspieler machen ja gelegentlich fehlende Grazie durch Kampfgeist wett. 25 Kandidatinnen und eine schöner als die andere. Sie ist die schönste von allen und damit Miss Frühling 86. Katrin Gawenda, Glückwunsch nochmal.
Hast du Lust bekommen, weiterhin in diesem Beruf zu arbeiten? Naja, der Sieg war sehr schön und man ist sehr stolz, aber ich habe einen schönen Beruf und bei dem bleibe ich auch. Was bist du vom Beruf? Ich bin Typograf und Schriftsetzer. Ja, ich habe auch was vorbereitet und dir auch einen Strauß Frühlingsblüher überreichen. Dankeschön, der ist dann von mir und für dich. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Katrin Gawenda. Sie heißt inzwischen Katrin Güttler, hat also geheiratet und ein Strauß Frühlingsblüher habe ich leider nicht. Dafür eine andere Überraschung. Hier ist Miss DDR. Herzlich willkommen, Katrin Güttler. Hallo, schön, dass du da bist. Nimm Platz. Jan, kennst du Modern Talking? Karl Dall. Hallo. So. Was gab es denn da zu gewinnen eigentlich? Gab es Geld oder einen Sachpreis? Was hast du bekommen? 3 Tage Neptun Hotel in Warnemünde. Das war was ganz Besonderes zu der ja, Zeit. Ja, ein bisschen die Seele baumeln lassen. Und du hast ja noch etwas in der Hand, das etwas Eingepacktes ist. Hier sehen wir dich, ja, 1986, Miss DDR. Und das, ich muss mal spiegelverkehrt denken, das ist ein Käsekuchen, ne? Ja, war ein Käsekuchen, Eierschecke. Es war ein super toller Kuchen, wirklich. Ich habe das Rezept heute noch. Ich habe es mir wirklich, das ist das Wertvollste von meiner Misswahl, was ich eigentlich mitgenommen habe. Das der Rezept, dieser, das Rezept. Ja, ich habe das heute noch und das ist wirklich super. Mein Mann backt den ab und zu, oder mein Ex-Mann vielmehr. Es macht wirklich Spaß. Also das ist so, was sich wirklich die 16 Jahre durchgezogen hat. Ein Wahnsinn. So, nun ist es ja so, da gibt es so eine komische Geschichte zu, weil der Käsekuchen, der war zwar schon für dich bestimmt, aber was anderes musst du wieder abgeben, ne? Ja, das ist so, wie es in der DDR halt üblich war, in unserer Mangelwirtschaft. Ich habe also diese Torte überreicht bekommen in Alufolie, das war auch Mangelware, verpackt. Und es heftete sich sofort eine kleine blonde Frau an meine Seite, so wie sie mir den Kuchen in die Hand drückte und sagte, die Springform brauche ich aber wieder. Gibt doch keine. Dieses Teil da drumherum, ja? Das musstest du dann wieder abgeben hinterher. Ich musste, nachdem ich den Kuchen aufgegessen hatte, die Springburg natürlich wieder abgeben, weil zu der Zeit gab es die ganz, ganz schlecht und da musste man schon auf seine Springburg auf. Katrin, als kleine Entschädigung, ich weiß, so einen schrecklichen Vorfall kann man nicht wieder gut machen. Möchten wir dir ganz gerne einen Käsekuchen überreichen? Wir machen es bei uns anders. Du lässt den Kuchen bitte hier und kannst die Springform mal mitnehmen. Okay. Ist man in dem Augenblick so eine Art Star gewesen? Gab es denn ein bisschen Presse um dich oder wurdest du in Sendung eingeladen? Also ich war eigentlich erst im Westen Star. Weil kein Mensch hat bei dieser ersten Wahl ja aufgepasst und irgendwelche Presseleute oder irgendwas am Einlass kontrolliert. Und eigentlich war das ja so eine, ich sag mal, Jugendsünde von mir. Und das Schlimme daran war, ich hatte es meinen Eltern natürlich nicht gesagt, dass ich da bei diesem Quatsch mitmache. Meine Tante aus Dortmund rief aber den nächsten Morgen früh um 8 bei meiner Mutter an und sagte, stell dir vor, Katrin ist in der Zeitung bei uns im Westen. Ganz Nucky Day, na fast Nucky Day. Fast. Also diese Jugendsünde hätte Karl Dall sich bestimmt auch gerne in die Sendung einmal eingeladen, hat er aber nicht getan, ich hatte sondern mal die Miss er hatte, aus Berlin, hatte ich auch gucken mal. Sie mal. Ja, Hattest du in der Sendung oder hattest du mal? Was hast du eben gesagt? Ich habe nicht verstanden. Du hast gerade von deinem Ex Kaiser gesprochen. Flüchtete heißt, aus wieder Blödelshow. Roland Kaiser, der hatte so die Faxen dicke, das glauben Sie gar nicht. Der hat nachher gar nichts mehr gesagt und ja, was erzähle ich das Ganze? Sie gucken sich diese Bilder gleich an. Wie gesagt, absoluter Giftschrank. Karl Dall hat ihn für uns geöffnet und dieses Bildmaterial wollen wir Ihnen gleich nicht länger vorenthalten. Gleich flüchtet Roland Kaiser aus Dallas. Bis gleich. Sie sehen die 80er Jahre Show mit Katrin Güttler, ehemalige Miss DDR, Karl Dall, Modern Talking. Sie sind kurz weg, sind aber gleich wieder da. Ich habe es eben schon erzählt, Roland Kaiser, er hatte einen schweren Stand an einem Abend. Bei Karl Dall war er zu Gast, bei Dallas. Was da passiert ist, das gucken wir uns jetzt an. Hallo Roland, braun und abgebrannt. Ich arbeite im Gegensatz zu dir. Du hast so ein 3-Tage-Bad, das heißt, im Moment brauchst du dich nicht zeigen an der Öffentlichkeit. Oder fällt das schon unter das Vermummungsgesetz? Wie bist du dann zum Sänger geworden? Das ging los irgendwann mit 7 Fässer, weil... War ja so, war das dein erster Hit? Nein, mein zweiter. Was war denn der erste? Der hieß Frei, das heißt allein. Kenn ich nicht. Also was war es doch der erste? Ich möchte Ihnen halt noch ein bisschen was aus der Nase kitzeln, auch wenn es ja schwer ist heute. Ein guter Sänger muss ja nicht immer ein guter Verbalakrobat sein. Das verlangt auch keiner von Ihnen. Es gibt keinen Grund, komisch zu sein, nur um komisch zu sein.
Ich weiß jetzt bis heute noch nicht genau, bis zum Moment noch nicht genau, ob das jetzt so eine Masche ist. Und nachher, wenn alles vorbei ist, Alter, war das so gut? Oder ob du so verletzbar bist, dass wir im Grunde gar nicht mehr über dich sprechen dürfen. Wir dürfen auch nicht mehr über dich denken. Ich hätte eigentlich gar nicht herkommen dürfen. Oh, jetzt kommt Applaus. Und warum hättest du nicht herkommen dürfen? Kann ich dir sagen, weil die Form von Talkshow mir nicht gefällt. Ich bin zu einer Talkshow eingeladen. Und nicht hier als Stimmungskanone eingeladen. Du schuldest deinem Publikum heute Abend, dass du sie unterhältst. Und nicht, dass du sauer bist. Nein, das kann man nicht programmieren, Heidi. Tut mir leid. Na ja, dann hast du einen Fehler gemacht. Richtig, ich sage ja, ich hätte nicht kommen sollen. Ich finde das richtig, was Sie sagen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit meinen Kollegen. Alles Gute, tschüss. Da war wirklich der gute Roland, ne? Ja. Wann hast du denn gemerkt, dass er das gar nicht so lustig findet und dass ihm das ein bisschen so gegen den Kamm geht? 2 Minuten vor seinem Abgang habe ich das gemerkt. Da war er nicht mehr zu retten. Aber was ich fairerweise mal sagen muss, wir waren nie richtig sauer aufeinander. Wir haben uns sehr schnell wieder versöhnt. Und er war wieder in meiner Talkshow und ist geblieben. Aber darüber schreibt die Presse nicht gerne. Warst du denn danach lieb zu ihm in der nächsten Sendung? Nö. Warum? Warum soll ich lieb sein? Der hat mich einfach verlassen ohne Grund. Ja. Wenn man eine große Samstagabendshow macht, wie Karl sie auch gemacht hat, ja, dann lädt man sich auch immer Gäste ein natürlich. Und auch, es gibt auch einen musikalischen Teil, den haben wir heute auch. Modern Talking, die haben die ganze Zeit hier gesessen, haben sich mit uns unterhalten. Und man bespricht natürlich im Vorfeld, was wollt ihr denn? Licht, das und das machen. Und da hat Dieter gesagt, mach doch mal dicke Lotte, mach doch mal ordentlich Licht. Haben wir gemacht. Ordentlich Licht. Liebes Publikum, denkt bitte daran, was ich euch gesagt habe. Brillen aufsetzen, hier sein Modern Talking mit Juliet. Dankeschön.